Hallo liebe Wieder, liebe Wagen, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um Motivationsbotschaft. Ich hatte eine Umfrage im Instagram gestartet und Kristalle haben gewonnen. Somit werde ich meine Kristallorakel verwenden und mal schauen, was die Karten heute zu berichten haben. Für die Neuen eine ganz kurze Ankündigung, warum ich in einem Video zwei Tierkreiszeichen behandle, weil Widder und Waage, das sind Oppositionstierkreiszeichen und somit gilt das wie der Prinzip, dass jede Münze zwei Seiten hat. Ihr könnt das nur für Widder anschauen, beziehungsweise nur für die Waagen. Unter dem Video finden Sie den passenden Timecode dazu. Ich lege los, fange mit Widder an. Wieder feiern noch die Geburtstage und ja, manche von euch werden sich demnächst auch noch etwas wünschen, träumen zum Geburtstag und vielleicht auch dieser Botschaft wird für sie etwas klarer machen. So, was brauchen liebe Wieder genau jetzt? Welche Motivationsbotschaft brauchen Sie, um April auszuleben, so wie sie sich wünschen, vorstellen, eine Botschaft, der Kraft geben soll. Satellit. Ich muss ehrlich sagen, dass diese Karte zwar kam letztes Mal nicht bei den Widdern, aber bei den anderen Tierkreiszeichen. Wahrscheinlich hängt das damit zu tun, dass, also ich habe schon in meinen Videos angedeutet, dass wir in einer Umbruchsphase stehen und das ist der Zustand, wo man das Vorherige nicht mehr so ausleben kann, wie wir es gewohnt sind. Und das Neue ist noch nicht klar. Also diese Umbruchzeit ist natürlich sehr stark mit inneren Stress verbunden. Und Satellit möchte sagen, komm her, um dich zu beruhigen. Und welche Botschaft steckt dahinter? Es ist so, dass von unserem Zustand hängt sehr viel ab, welche Entscheidungen wir treffen. Nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, ebenfalls von unserem Zustand, emotionalen, psychologischen, geistigen Zustand, hängt ab, wie das, wofür wir uns entschieden haben, wir materialisieren bzw. tatsächlich verwirklichen. Und der Satellit möchte dich darauf aufmerksam machen, damit du erstmal dir selbst die Fragen stellst, in welchem Zustand du gerade bist. Bist du jetzt also unter dem gestresst, kann man natürlich alles verstehen. Aber verspürst du jetzt Druck oder also Druck kann tatsächlich wie ein schwerer Last sich spüren lassen, beziehungsweise Druck, der uns total hektisch handeln lässt. Das sind auch verschiedene Drucksarten. Aber die Karte, es ist so, dass die Karte möchte dich auch darauf hinweisen, dass der Mensch hat auch eine sehr lange Geschichte, also wie als Menschheit. Und die Menschheit musste in verschiedenen Lebenssituationen leben. Sei das jetzt, ich meine, wir hatten ja nicht immer sichere Häuser. Es war nicht immer so, dass keine Wildtiere uns nicht jeden Tag über die Straße laufen. Aber wir als Menschen, wir haben das in Unterbewusstsein. Also so, dass die meisten von uns höchstwahrscheinlich nicht zum ersten Mal auf dieser Erde sind, beziehungsweise dass diese Unruhe in unseren Genen steckt vielleicht sogar, neigen wir dazu, dass wir noch so leben, als wären wir ständig dem Stress untergesetzt. Und wenn wir ständig aus diesem Stress Wahrnehmungs, dieser Stresszustand handeln, dann treffen wir entsprechende Entscheidungen. Die Karte möchte sagen, dass die möchte sagen, beziehungsweise eine Empfehlung geben, dass du einen Ort, eine Stelle, einen Platz suchen solltest, wo du dich ruhig
fühlst, wo du dich entspannen kannst. Also es muss nicht unbedingt jetzt 2 Monate sein oder 3 Wochen. Es wäre aber wichtig, dass du einen Ort findest, beziehungsweise dir auch gewisse Zeit nimmst, wo du dich ausruhen kannst. Und wahrscheinlich, wenn du das immer wieder ausübst, wird dein Zustand sich verbessern bzw. ändern. Und wenn du jetzt in einer Situation bist oder eine Frage, die dich schon seit längerem beschäftigt und du dafür keine Lösung findest, das, was du vorher gemacht hast, funktioniert nicht mehr, aber du kommst einfach nicht auf die Idee, wie kannst du das anders lösen. Das Geheimnis darin besteht, dass man sich ausruhen soll, damit dein Grundstimmung sich verändert. Und aus dieser veränderten Stimmung wirst du die Antworten für deine Fragen bekommen. Das ist die Botschaft von Sodalith. Liebe wieder, ich hoffe, ihr seid so immer feurig und wollt und möchtet schnell und alles zielgerecht erledigen, beziehungsweise es ist ja wieder, sind auch alle unterschiedlich, es ist ja klar, ich bin jetzt von dem wieder Sonne ausgegangen. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die, also für manchen von euch alles Gute nachträglich zum Geburtstag, für die anderen, die noch nicht gefeiert haben. Alles Gute für euch, bleibt gesund, bleibt zielorientiert und zielstrebig. Ihr seid ganz tolle Motivationsvorbilder für ganz, ganz viele Menschen und lasst den Feuer in euch weiterhin brennen. So, so ist das. Das wünsche ich euch von meinem ganzen Herzen und damit ich jetzt hier nicht anfange zu weinen oder keine Ahnung noch was, werde ich am liebsten gleich zu den Wagen wechseln, weil ich bin immer sehr sentimental, was das angeht. Nun, die Karte ist drin. Jetzt der Botschaft für Wagen. Also zu der Zeit, wenn die Sonne sich im Waage befindet, und das ist jetzt noch zu dem Zeit, wo ich das Video aufnehme, beziehungsweise auch zu dem 15. Es ist so, dass diese Transitzone, sie steht jetzt in einer genauen oder halbwegs genauen Opposition zu ihrer Geburtszone. Und so mit es ist dann so zu verstehen, als würden die aktuellen Ereignisse eure eigene Persönlichkeit in dem Sinne fordern, also wissen Sie, damit Sie Ihr eigenes Häuschen verlassen, beziehungsweise dass Ihr werdet aufgefordert, vielleicht sogar gegen Ihren Willen, Ihren Wunsch oder Ihren Vorstellungen, Ihren Plänen zu handeln, weil nun mal die Opposition zwischen der Geburtszone und Transitzone besteht. Und allein das kann schon dafür sorgen, dass Sie gewisse halt diese Aufforderung, vielleicht ist es nicht Spannung oder nicht Druck, aber dass sie einfach nicht in der Ruhe gelassen werden, vielleicht von ihrem Partner, von ihren Bekannten, von irgendwelchen Ereignissen in ihrem Leben, die einfach so von außen kommen und möchten ihr Leben verändern. Es ist weder schlecht noch gut, bloß das ist der Aspekt, der astrologische Aspekt, der von Grund auf ihr Leben beeinflussen kann, in dem Sinne, dass sie immer wieder gefordert werden, etwas zu machen, was sie entweder vorher nicht gemacht haben, oder sie kommen zur Arbeit und plötzlich gibt es Veränderungen, von denen sie nicht Bescheid wussten, oder jemand von ihrem Kollegen hat etwas gesagt, dass er es schon erledigt hat. Sie kommen zur Arbeit. Nein, es ist nicht erledigt. Es wurde ihnen aber auch nicht Bescheid gesagt. Dann ruft jemand anders, ja, wo ist dann Lieferung oder was anderes? Und es ist noch nicht vorbereitet, nicht eingepackt, nicht weggeschickt, gar nichts. Also, dass solche Situationen kommen könnten, dass sie als Persönlichkeit gefordert werden, schneller zu reagieren, schneller zu reagieren, im Stress zu reagieren. Jetzt Schluss mit Stress. Jetzt werde ich die Karte ziehen. Liebe Wagen, welche Botschaft braucht ihr jetzt im April 2021, damit ihr den Monat glücklich und entspannt abschließt?
Oh, das ist schön. Die Karte kommt zum ersten Mal. Das ist sehr, sehr schön. Green Fluorite, also der grüne Fluorit. Die Botschaft lautet, ist das meins? Also ich muss mir kurz überlegen, ein Beispiel dafür, wie ich das am besten erzähle, weil der Sinn ist einerseits sehr einfach, der andererseits ist sehr tiefgründig. Denn wenn wir schon zu der Situation kommen, wo wir dazu geleitet werden, dass wir hinterfragen, sie selbst hinterfragen, ist das meins oder ist das nicht? Nicht meins, dann wahrscheinlich kann es hier damit zu tun hängen, dass jemand von euch bzw. jeder von euch sich sehr, sehr, sehr lange Zeit mit Aufgaben den anderen sich beschäftigt hat. Also ich fange meine Deutung mit einer Geschichte an. Ich glaube, jeder von uns hat das miterlebt. Also ob wir Geschwister haben oder nicht. Also nehmen wir mal an, als unsere Eltern uns Ordnung beibringen wollten, es gibt ja so ein Ritual, nachdem alle gegessen haben, dann zum Beispiel jeder sollte das eigenes Geschirr, das ist mal Teller, Gabel, aufwaschen. Also stellen wir mal so, es gibt zwei Geschwister und jeder von denen wäscht das Geschirr ab. Und war eigenes Geschirr. Und das ist halt dieses Prinzip. Und diese Karte möchte Sie darauf hinweisen, dass vielleicht gibt es einen Lebensbereich, wo Sie immer wieder dazu tendiert haben, die Aufgaben von den anderen zu übernehmen und zu erledigen. Und das ist schon beinahe zu einem Ritual geworden, obwohl das überhaupt nicht ihre Aufgabe ist. Also am Anfang wollten sie vielleicht nur nett sein. Irgendwann, naja, du machst es ja besser als ich. Aber eigentlich gehört es überhaupt nicht zu ihrem nicht zu ihrer Aufgabe. Und es kann unter anderem, das habe ich jetzt auf der praktischen Ebene erläutert, kann aber sein, dass es auch auf der emotionalen Ebene stattfindet. Zum Beispiel, wenn Sie Geschichten von jemandem erzählt bekommen, wie schlecht diese Person geht. Also es gibt, ich möchte jetzt nicht darauf hinweisen, dass man nicht Empathie verspüren soll, beziehungsweise ganz kaltblütig und kaltes Herz sich entwickeln soll. Es geht hier darum, dass hier der grüne Fluorit möchte darauf hinweisen, dass es wahrscheinlich zurzeit irgendeine Situation in ihrem Leben bestehen kann, die sehr viel Energie raubt. Also nehmen wir mal an, Sie haben vor, dies und jenes zu erledigen, jetzt im April beziehungsweise sogar in diesem Jahr. Sie haben sich bestimmte Ziele festgelegt. Also zum Beispiel, Sie möchten 3 Kilo abnehmen. Um das zu machen, müssen Sie Sport trainieren beziehungsweise bestimmtes Essgewohnheiten anhalten. Und es kommt immer wieder jemand, der Ihre Aufgaben, seine Aufgaben beziehungsweise seine Stimmung auf Sie überträgt und es kommt dazu, dass Sie sich auch emotional so doll da so doll sich versetzt haben, dass am Endeffekt sie gar keine Energie haben, um eigene Ziele zu erreichen. Und der grüne Fluorit sagt, wenn du das vermeiden möchtest, weil manchmal wir übernehmen auch den Leid oder schlechte Laune den anderen Menschen. Und das frisst auch unsere Energie, die wiederum fehlt uns, damit wir das machen, was wir uns vorgenommen haben. Und der grüne Fluorit sagt dir, du sollst dich fragen, ist das meins? Also wenn du, vielleicht jeder von euch hat so bestimmte eine oder zwei Geschichten, sei das jetzt in der Familie oder unter der Kollegen, oder unter den Freunden, und jetzt könnt ihr das auf sich reflektieren. Jedes Mal, wenn Sie
zumindest jetzt, wir bleiben jetzt erstmal für das bei dem April gefragt werden, ob ja, kannst du das für mich machen? Ja, dann können Sie sich fragen, ist das meins? Es kann sein, dass es Ihnen gefällt. Also zum Beispiel jemand fragt Sie, ja, möchtest du mal mit meinem Hund spazieren gehen? Dann fragst du dich, ist das meins? Machen mir diese Spaziergänge Spaß, fühle ich mich danach erholt, bin ich danach besser gelaunt, dann ja, okay, gut. Wenn es aber dazu führt, dass Sie, während Sie sich das gefragt haben, fühlen sich ausgenutzt oder dass jemand Sie vielleicht für dumm hält, dass Sie den Hintergedanken dieser Mensch nicht verstehen, worauf er eigentlich hinaus möchte, dann stellen Sie sich die Frage, ist das meins? Und hören Sie kurz auf Ihre Körperreaktion, auf die, also manchmal, wie unser eigenes Körper nicht sehr gut beobachten können, in dem sozusagen, wie das Körper reagiert, während wir eine Frage gestellt bekommen. Also wir können das nicht im Spiegel sehen. Trotzdem, dann kann man auf der emotionalen Ebene merken, was man verspürt. Aber was Körper angeht, da kannst du sich darauf analysieren, dein Körper, ob du eine Verspannung gespürt hast oder ob du mal Schritte nach hinten gemacht hast oder du wolltest dich mit deinen Händen verschließen. Also das sind alle Hinweise, die dein Körper schon dir signalisiert, ob eigentlich ist das deins oder ist das nicht deins. Es ist jetzt, liebe Wagen, ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden mit meiner Interpretation. Denn ja, das ist, wie ich schon sagte, die Karte sieht unglaublich schön aus. Die Frage klingt eigentlich auch ganz einfach. Was ist das Schwere dahinter? Aber dahinter verbirgt sich tatsächlich ein Sinn, der auf mehreren Ebenen sich im Leben abspielen kann. Liebe Wagen, bleibt gesund, bleibt fit, Frühling kommt. Wir werden jetzt auch dank der Sonne, dank der Natur auch auf diese Art und Weise Energie tanken. Und ich freue mich, wenn Sie auch dann bei nächsten Videos mit dabei seid. Falls Sie euch das nicht angeschaut haben, ich habe auch eine neue Videoreihe angefangen mit der Astrologie, mit der Astromedizin. Und Sie können sich dort auch ein paar Tipps anschauen, die ich jetzt für Wintersaison gemacht habe. Bleibt gesund, wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.